Okay, wir machen mal wieder einen vollständigen Induktionsbeweis und zwar diesmal zu einer recht kniffligen Sache. Wir wollen mal das assoziativ gesetzte Addition beweisen. Also das nennen wir jetzt hier mal irgendwie abgekürzt Asad. So. Assoziativ gesetzte Addition besagt, für alle x, y und z vom Typ natürliche Zahl gilt x plus y plus z ist gleich x plus y plus z. Ja, jeweils einmal sind die ersten beiden Summanden geklammert, einmal die letzten beiden Summanden. Okay. So. Das Problem an dieser Stelle ist jetzt, wenn man jetzt hier beweisen möchte und jetzt vielleicht sich auch den Ansatz der vollständigen Induktion gewählt hat, über welche der drei Variablen macht man denn vollständige Induktion? Theoretisch hat man hier drei zur Auswahl, ne? X, Y und Z. Probieren wir es mal mit x, ne, könnte der erste Gedanke sein, machen wir mal Induktion über x. Induktionsannahme. Ach, Entschuldigung, Induktionsanfang kommt natürlich erstmal. Induktionsanfang. Ja, wir haben uns entschlossen, Induktion über x zu machen, also setzen wir erstmal x gleich 0. Ja, und jetzt müssen wir Folgendes zeigen. Das 0 plus y plus z. Dasselbe ist wie 0 plus y plus z. 0 plus y plus z. Wir müssen überlegen, was kennen wir hier für Dinge, die wir anwenden können. Wir hatten mal bewiesen, dass wenn man die 0 links an was ran addiert, dass das dann wegfällt, die 0. Also 0 plus y ist y. Das hatten wir 0 ad l genannt. Den Satz und den verwenden wir jetzt einfach mal. 0 plus y plus z ist dasselbe wie y plus z. Da haben wir 0 von links addiert verwendet. Und jetzt können wir da ja dasselbe wieder verwenden. Und zwar können wir jetzt hier 0 an das addieren, was gerade da steht. Ne? Also wir nehmen y plus z als Ganzes und addieren dann 0 links dran. Da haben wir wieder 0 ad l verwendet. Und das ist genau das, wo wir hinwollen. Okay. So, jetzt machen wir den Induktionsschritt. Wir schließen von x gleich k auf x gleich k, Entschuldigung, x gleich Sigma von k. Na, jetzt. Sigma von K. Okay. Das heißt, wir gehen davon aus, es gilt für eine natürliche Zahl K und zeigen, es gilt dann auch für den Nachfolger von K. Wir haben also die Induktionsannahme. Die Aussage gilt für x gleich k. Also die Aussage gilt für diese, also diese Aussage hier gilt für ein k. Also wenn x gleich k ist, also können wir oben mal für jedes x einfach k einsetzen. Die Aussage gilt also für k plus y plus z ist gleich k plus, und jetzt hinten geklammert, y plus z. Zu zeigen ist dann, dass die Aussage auch für Sigma von k gilt. Also ich setze jetzt für jedes x Sigma von k ein. Sigma von k
plus y plus z ist gleich Sigma von k plus Klammern y plus z. So, und jetzt müssen wir wieder von links loslegen, ne, und mit Umformungen rechts rauskommen, oder wir können uns wieder von vorne und hinten gleichzeitig auf die Mitte bewegen, ne? So, gucken wir mal. Sigma von k plus y plus z. So, was können wir jetzt tun? Jetzt muss man ein bisschen kramen, was haben wir da für Definitionen, was haben wir für Sätze, die wir anwenden können. Und ja, da gibt es einiges. Zum Beispiel könnte man, was kann man verwenden? Man kann zum Beispiel eins ad r verwenden. Wir wissen, eins ad r, Sigma von k ist dasselbe wie k plus 1. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Ne? K plus 1 plus y plus z. Da haben wir 1 ad r verwendet. Kann man mal gucken. Ja, hier dürfen wir das Assoziativgesetz jetzt nicht verwenden. Das beweisen wir ja gerade. Da muss man aufpassen. Man darf jetzt hier nicht sagen, oh, das ist dasselbe wie k plus und in Klammern 1 plus y und versuchen da weiterzumachen, weil dann würde man ja das Assoziativgesetz verwenden. Das gibt es aber ja noch nicht. Das beweisen wir jetzt gerade hier. Okay. Also da kommen wir irgendwie nicht weiter. Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir von hinten vorgehen. Also da muss ja hinten muss ja irgendwie sowas rauskommen wie Sigma von k plus in den Klammern y plus z. Muss man mal gucken, gibt es da irgendwas, was man anwenden kann? Ja, auch da wird man jetzt so richtig glücklich. Also man kann jetzt hier versuchen, irgendwelche Sätze und Axiome und so weiter zu verwenden, die man mal irgendwo getroffen hat, aber damit kommt man nicht weiter. Deswegen kürze ich das jetzt hier ab. Der Ansatz, die Induktion über x zu machen, war eine Sackgasse. Kann passieren bei sowas, ne? Muss man mal ausprobieren, die Erfahrung muss man machen. Na, man muss sich ja auch erstmal vielleicht eindenken in das Problem, das hier zu lösen ist. Kein Beweis erschließt sich immer sofort auf Anhieb. Ja? Die Videos vermitteln immer den Eindruck, man müsste das sofort rauskriegen, aber das ist gar nicht der Fall. Ne? Es kann durchaus sein, dass man mal vollkommen in die Irre läuft, dann muss man es anders probieren und anders und dann nochmal und dann kriegt man vielleicht irgendwann mal eine Idee. Beweisen ist kein deterministischer Prozess, ja? Sondern da braucht man Intuition, Gefühl, Erfahrung, man muss mal was ausprobieren, na, dann klappt es vielleicht mal nicht, dann probiert man was anderes. Okay, also das hat nicht funktioniert. Ich mache das alles jetzt immer weg. Mal gucken, ob ich hier dann vielleicht auch ein bisschen dicker machen kann, den. Ah ja. So, oh, super, kann ich alles wegradieren. So, das ist schon toll hier. So einem Tablet. Ist besser als an der Tafel, hat man keinen Kreidestaub. So, okay. Jetzt Stift gewählt und jetzt geht's nochmal los. Vielleicht strategisch, jetzt könnten wir Y- oder Z-Induktion machen. Strategisch ist es bei der Art und Weise, wie wir die Addition definiert haben, und hier kommt ja überall Addition vor, immer geschickt oder oft geschickt, die Induktion über die hinten stehende Variable zu machen. Ich verrate auch gleich mal, woran das liegt. Ich schreibe mal hier unten hin nochmal die Definition der Addition. Wir hatten gesagt, die Addition ad 1 ist ja rekursiv definiert. Ne? N plus 0 ist n. Und bei ad 2 hatten wir gesagt, n plus Sigma von m ist gleich Sigma von n plus m. So. Das heißt, n plus der Nachfolger einer Zahl ist der Nachfolger von n plus m, also von n und der
n plus dieser Zahl. So. Das heißt, mit dieser Gleichung können wir ein Sigma, was rechts neben dem Pluszeichen steht, als rechter Summand, ja, Summand Nummer 2, wenn hier ein Sigma steht, direkt hinter Plus, dann kann ich das nach vorne ziehen mit dieser Gleichung. Das heißt, wenn ich Induktion mache und von n gleich k auf n gleich Sigma von k schließe und mein Sigma von k eher tendenziell hinten steht, dann kann ich dieses Sigma nach vorne ziehen, erhalte dann hier eine Aussage über n plus m und da kann ich dann häufig meine Induktionsannahme verwenden. Und das machen wir jetzt mal, das probieren wir mal aus. Also wir gehen jetzt wirklich mal rabiat vor und sagen hier z ist mal die Variable, über die wir Induktion machen. Ja? Also wir machen vollständige Induktion, schreibe ich mal hin, vollständige Induktion über z. Nochmal zur Strategie. Z steht rechts, am weitesten rechts. Wenn jetzt hier im Induktionsschritt ein Sigma vorkommt, dann können wir das Sigma über dieses Plus hier rüberziehen nach vorne mit A2 und haben dann hinten einen Ausdruck stehen, der in der Induktionsannahme vorkommt. Hier können wir dann die Induktionsannahme einsetzen. Also vollständige Induktion über Z. Zuerst kommt der Induktionsanfang. Z gleich 0. Ja. So, wir müssen also beweisen, x plus y in Klammern plus 0 ist das gleiche wie x plus in Klammern y plus 0. Probieren wir es mal. X plus y plus 0. So. Na gut, da wissen wir hier mit Add 1, eine Zahl plus 0 ist die Zahl selbst. Also das können wir hier verwenden. Ne? Das ist dasselbe wie x plus y. Da haben wir verwendet. Add 1. So. Ja, und das können wir aber auch nochmal verwenden, weil wir wissen jetzt hier y ist dasselbe wie y plus 0. Hier haben wir auch Add 1 verwendet. Genau, das muss man zeigen, ne? X plus y in Klammern plus 0 ist das gleiche wie x plus in Klammern y plus 0. Okay. Jetzt kommt der Induktionsschritt. Wir schließen von z gleich k auf z gleich Sigma von k. Okay. Also, jetzt kommt die Induktionsannahme erstmal. Die Induktionsannahme. Wir gehen davon aus, es gilt für z gleich k. Das heißt, es gilt x plus y plus k ist gleich x plus, jetzt in Klammern, y plus k. Das ist unsere Induktionsannahme. Und zu zeigen ist die Aussage für z gleich Sigma von k. Also zu zeigen ist x plus y in Klammern plus Sigma von k ist das gleiche wie x plus in Klammern y plus Sigma von k. So, jetzt fangen wir links an. X plus y plus Sigma von k ist gleich. So. Ja, jetzt haben wir das ja so geschickt gemacht, dass wir A2 verwenden können. Und das setzen wir jetzt auch gleich mal ein. Ja, ne? Diese Zahl plus Sigma von k ist dasselbe wie Sigma von dieser Zahl plus k. Also Sigma von linker Summand war x plus y plus rechter Summand k. Da haben wir verwendet
Add 2. Ich mache jetzt mal die Additionsdefinition weg, die stört mich hier gerade ein bisschen. So. Kennen wir mittlerweile auswendig. Okay. So, und jetzt ist sozusagen genau durch diesen Trick, ne, dass wir das, oh, falsch, dass wir das hier, dass wir Induktion über Z machen, jetzt das Sigma nach vorne gezogen haben, haben wir hier innen drin etwas stehen, oh, ich wollte es andersfarbig machen, haben wir innen drin etwas stehen, was wir in der Induktionsannahme stehen haben. X plus Y Klammern plus K. Und die Induktionsannahme, davon gehen wir ja aus, dass die gilt. Ne? Wir schließen ja von Z gleich K auf Z gleich Sigma von K. Wir gehen davon aus, die Induktionsannahme gilt, zeigen dann auch, es gilt auch für Sigma von K. Wir können also das hier verwenden, das müssen wir auch verwenden, sonst wäre es sinnlos, Induktion anzuwenden. Also, wir können hier die Induktionsannahme einsetzen. X plus Y plus K. Hier haben wir die Induktionsannahme eingesetzt. So. Okay, naja. Jetzt können wir Add 2 wieder rückwärts anwenden. Sigma von x plus dem hier ist gleich x plus Sigma von hier y plus k. Add 2 rückwärts angewendet sozusagen, ne? Und das Ganze können wir auch nochmal machen. Ja, und wenn wir jetzt mal genau hingucken, das hier, was hier steht, ist genau das, was da steht. Das können wir hier unten ganz glücklich und happy ein QED dran machen.